Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Die Firma IBM hat sich irgendwie in meinen Kopf sich eingebrannt. Meine ersten Spiele auf dem Gameboy waren unter anderem Kung Fu Master und R-Type und irgendwie hat mich dieses Symbol immer sehr, sehr fasziniert. Aber ich habe mich nie groß mit der Firma beschäftigt. Wie sieht's aus? In diesem Video möchte ich euch kurz die Geschichte des Unternehmens vorstellen und welche Spiele alles für den Gameboy von denen erschienen sind. IBM ist ein japanisches Unternehmen, das 1974 gegründet wurde und weitestgehend für die Entwicklung von Videospielen bekannt ist. Das Unternehmen wurde von drei Personen gegründet: Katsumo Kuchi, Eiji Fukui und Masashi Yano. Die drei Gründer hatten zuvor bei der nicht unbekannten Firma Data East gearbeitet und beschlossen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, um ihre eigenen Ideen ohne größere Einschränkungen verwirklichen zu können. IBM hat seinen Hauptsitz in der Stadt Sama in Japan und ist vor allem für seine Arcade-Spiele bekannt. Unter anderem stammen Moon Patrol, R-Type von ihnen. Titel, die teilweise viele Nachfolgertitel hervorgebracht haben. Das Unternehmen hat jedoch auch eine Reihe von Spielen für die Heimkonsolen veröffentlicht, darunter auch für die PlayStation, Xbox und natürlich auch für den Game Boy. Die Hochzeit hatte IBM in den 1980er Jahren, da sie dann immer einer der führenden Entwickler der Arcade-Spiele waren und einen Hit nach dem anderen herausbrachten. In den 1990er Jahren wurde das Unternehmen jedoch von wirtschaftlichen Schwierigkeiten heimgesucht und musste daher das schwächelnde Arcade-Geschäft abgeben und sich auf die Entwicklung von Spielen für die Heimkonsolen konzentrieren. Das brachte natürlich einen gewissen Umbruch in der Firma mit sich. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen jedoch wieder erholt und ist weiterhin in der Spieleentwicklung aktiv, erreicht aber natürlich nie seinen alten Stellenwert. Die letzten Releases zu diesem Zeitpunkt dieses Videos sind jedoch schon knapp 4 Jahre her und sind Sammlung der Arcade-Klassiker auf der Switch. So viel zur Geschichte des Unternehmens. Welche Spiele wurden nun auf den Game Boy von IBM veröffentlicht? Die meisten Spiele sind leider Japan-exklusiv, in den Westen kamen dann im Vergleich nur wenige. Folgend stelle ich euch kurz die Spiele nach Jahren sortiert vor. In diesem Japan- und China-exklusiven Spiel erwarten euch keine großen Überraschungen. Wie in gefühlt tausenden von Spielen dieser Art müsst ihr hier immer zwei gleiche Steine finden. Technik ist im Erscheinungsjahr entsprechend sehr simpel. Dieses Spiel hatte damals gefühlt jeder oder zumindest kannte man jemanden, der es gespielt hatte. Hier wartet euch ein sehr, sehr kurzes und einfaches Beat'em'up. Als Kung-Fu-Meister kämpft ihr euch schlagend und treten durch die Gegnerhorden. Wenn ihr alles richtig macht, könnt ihr das Spiel in 15 Minuten beenden. Ein sehr einfaches Spiel, aber das durchaus okay ist. Das gibt es echt nicht oft auf den Game Boy, ein Motorradrennspiel. Technisch erinnert es stark an einen etwas einfachen F1 Race. Das Geschwindigkeitsgefühl kommt gut rüber und es sind einige Mechaniken wie der Reifenverschleiß eingebaut. Schade, dass es nur in Japan erschienen ist. R-Type ist die Portierung des Spielhallen-Klassikers. In diesem Shoot'em'up gibt es eine Besonderheit, euer Kampfsatellit, den ihr defensiv oder offensiv nutzen könnt. Die Thematik mit dem organisch anmutenden Leveln wurde hier sehr gut auf den Game Boy portiert, auch wenn dieser hier und da etwas überfordert ist und es zu Slowdowns kommen kann. Dieser Plattformer erinnert ganz offensichtlich an den Super Mario Spiele, jedoch natürlich ohne die Qualität zu erreichen. Gemäß des Erscheinungsdatums jedoch ein durchaus ordentliches Spiel, in dem ihr eure Niederhellen durch klassische Levels boxiert. In diesem Shoot'em'up steuert ihr einer dieser riesigen Kampfroboter und bekämpft allerlei Gegner. Es gibt natürlich Upgrades und ihr könnt euren Schuss aufladen. Alles nichts revolutionär Neues, aber solide umgesetzt.
So gut wie dieses Spiel ist, so teuer ist es mittlerweile auch für den Sammler. Dieses richtig gute Beat'em-up erfindet das Genre jetzt nicht unbedingt neu, aber weiß durch seine hervorragende Technik zu überzeugen. Mit euren übergroßen Hammer bewaffnet, kloppt ihr euch durch den Gegnerhorn. Ein Jahr später kam schon ein Nachfolger zu dem populären Shoot'em'up heraus. Er bietet im Prinzip genau das, was erwartet. Mehr vom Gleichen und das verfeinert. Allgemein ist das Spiel durch seine Symbole besser lesbar, aber durchaus auch schwerer. Das Spiel ist echt ein sehr kurioses. Ich erwarte euch kein Beat'em'up wie die anderen Teile der Hammering Harry Serie, sondern ein Quizspiel. Wie ihr sehen könnt, ist es nur in Japan erschienen und dadurch ist die Sprachbarriere auch sehr hoch. Da kann ich euch leider nicht viel Näheres dazu sagen. In diesem ungewöhnlichen Spiel erwartet euch ein Taktikspiel mit Charakteren aus den Iron-Franchises. Ihr zieht rundenweise eure Figuren auf ein Spielfeld und kämpft dann in Rundenkämpfen gegen den Computer. Dort werden zufällig Karten gezogen, die den Angriff bestimmen. Leider versaut mir hier die Sprachbarriere ein tieferes Verständnis des Spiels. Ihr spielt hier einen Undercover-Kopf, zieht rundenweise über ein Spielbrett, das die Stadt repräsentieren soll. Ab und zu kommt es dann noch zu Rundenkämpfen, in denen ihr eure Stärke und Attacke auswählen könnt. Wie der Name es schon andeutet, steuert er hier ein Ninja in der Arcade-Portierung in diesen Action-Plattformer durch die Level. Alles läuft angenehm flott von der Hand und schnell zersäbelt ihr die Fieslinge. Es gibt natürlich auch so einige Upgrades. Kurzum, es hat alles, was ein gutes Ninja-Spiel braucht. Dieses Spiel findet im Hammering Harry Universum statt. Im Prinzip ist es ein Hammering Harry 1,5. Alles ist ähnlich, Grafik und sogar die Musik. Bei letzterer wurden sogar Musikstücke aus dem ersten Teil recycelt. Und dazu kommt noch, dass das Schwierigkeitsgrad ordentlich angezogen hat. Auch dieses Spiel ist nur in Japan und Asien erschienen. Leider kann ich euch zu diesem Release kein direktes Gameplay-Material zeigen. Diese Compilation erschien nur in Asien, sogar nicht in Japan. Wie der Name schon andeutet, sind hier diverse Spiele zusammengefasst, unter anderem R-Type und Ninja Spirit. Das ist der letzte Release für den klassischen Gameboy von Irem. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr mögt, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch oder einen Kommentar freuen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.